Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir ein Treffen der letzten Verschwörer beobachtet, belauscht. Tja, und wir haben jetzt praktisch sämtliche Namen auf der Liste gesehen. Und wir werden jetzt mit Antonio den Piazza de San Marco erkunden, um einen Weg zu finden, wie wir an unsere nächste Zielperson rankommen. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Na schön. Den Palazzo auskundschaften. Hier hätten wir den Turm, aber der ist nicht ganz einfach zu erklimmen. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Also scheidet dieser Weg schon mal aus. Beeilen wir uns ein bisschen. Wäre es von hier aus, hm? Von dort oben. Okay. Wirst du doch wohl nicht wehtun? Von hier oben. Tja. Jetzt müssen wir auf ihn warten. Na los, komm schon. Mensch. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Sieht scheiße aus, ne? Oh, der muss wieder den Kurs. Der nimmt natürlich nicht den direkten Weg. Oh. Los, komm runter. Hat ihr den Verstand verloren? Nein, aber du hast anscheinend deinen Humor verloren. Hallo, Antonio. Buongiorno. Suchen wir jetzt noch einen Weg. Hier lang. Weg hier. Kommt, Freunde. Oh, hier ist schon eine Grenze. Wie sieht's hier aus, Antonio? Auch nicht, ja? Bene, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Okay. Sollen wir? Von mir aus. Der wird schon hier hochfinden. Na, was meinst du, Antonio? Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein.
Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht. Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Los geht's. Tja. Es ist unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Der hat doch eine hübsche Flugmaschine. Carlo Grimaldi. Hm? Carlo Grimaldi. Nachdem er seinen Palast in Monaco aus politischer Machtgier verließ, wurde Carlo schnell ein wichtiger Gast an den Tischen des venezianischen Adels. Sein Ruf, diskret zu sein, ermöglichte den Eintritt in die Hinterzimmer. Und so schaffte es der Schuft in den Rat der Zehn. Während er den Ratsführenden Ignazio Contarini besuchte, traf Carlo auf Ignazios Tochter. Da sie dringend Hilfe brauchte und seinen vertrauenswürdigen Ruf kannte, vertraute sie sich ihm an. Ihr Vater hatte ihre Ehe arrangiert und sie wollte mit einem der Diener davonlaufen. Sie liebten sich schon, seit sie Kinder waren. Sie planten, ein neues Leben in Mailand zu beginnen, um frei von ihrem Vater zu sein. Carlo schlug eine sofortige Aktion vor. Eine Flucht per Schiff in dieser Nacht. Die beiden Liebenden folgten seiner Anweisung. Und als sie die Planke überschritten, waren sie frei. Jedenfalls, bis Ignazio an Deck erschien. Carlo wurde für seine Loyalität zur Contarini-Familie belohnt. Die wahre Liebe? Na, sie einfach selbst. Die ist baden gegangen. Gut. Ein Opportunist also. Gut, dann besuchen wir unseren Freund Leonardo. Wir müssen uns mal seine Flugmaschine ausleihen. Ich kann mich noch erinnern, dass die Mission, zu diesem Palazzo hier zu fliegen, ziemlich beknackt war. Und ich habe viele Versuche gebraucht. Mal sehen, wie es im LP jetzt läuft. Wird wahrscheinlich noch schlimmer sein durch den Vorführeffekt, aber... Lass die nicht entkommen! Kommen wir halt auf die Klappe. Mal sehen, wie es läuft. Was macht ihr hier? Wir werden ja sowieso das Ganze erstmal vorbereiten müssen. Wir sind hier schließlich im Jahr 1481, wenn ich mich recht erinnere. Mit Technik ist es noch nicht so weit her hier. Ah, dort hinten, ne? Diesem Stadtteil. Gut. Nehmen wir den direkten Weg. Okay. Geht nochmal aus dem Weg. Gut, Leonardo, da wären wir schon. Puh. Hilf uns! Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Leonardos Flugmaschine testen. Ach du Scheiße. Okay. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Oh Gott. Ach du Scheiße. Hey! Na, warum stürze ich ab?
Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Diavolo, ich geb's auf. Sonst bringe ich mich noch selbst um, statt einen weiteren Templer. Ach, da muss nur ein bisschen an der Technik gefeilt werden. Oh. Krach. Für den ersten Versuch doch gar nicht so schlecht. Ich kann's nicht glauben. Es klappt, es klappt. Du bist geflogen, Ezio, geflogen. Sie, aber nicht sehr weit. Auf die Schnauze geflogen. Was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut, lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein... Ezio di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Sein Scheißteil. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Hm. Heureka! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hm. Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Oh Gott. Gut begonnen, deshalb gewonnen. Um die Wachen kümmern, damit Antonios Männer die Feuer entzünden können, die der Flugmaschine Auftrieb verleihen. Das ist schon eine ziemlich erfinderische Art, hier zu einem Typ zu kommen. Okay. Säubern wir erstmal die Gebiete. Was für ein Mann. Halt! Wir müssen wie ein Mann. Ach, die zwei. Okay. Komm, Ungeziefer! Er wird sich noch umbringen. So, die hätten wir. Ein Festmahl für die Ratten heute Nacht. Wenn ihr meint. Geht mir aus der Sonne. Was denn hier? Du kommst hier nicht durch. You shall not pass, oder was? Da bräuchtet ihr aber noch ein Schwert und einen Stab und einen Bart, damit das glaubwürdig wird. So, weg mit diesem Dreck hier. Es kribbelt mich schon beim Zusehen. Lady, spar dir das fürs Schlafzimmer auf. So, hopp, hopp, hopp. So, der Rest ist irgendwo dort hinten, ne? Hm? Okay. Was hier drauf auf dem Schiff? Das ist lächerlich. Vincenzo sollte mich schon vor einer Stunde abholen. Er wird mich umbringen, wenn ich wieder das Essen verpasse. Was kümmert es dich? Geh einfach. Schließlich bewachen wir nicht den Downstream. Was zum Teufel bewachen wir überhaupt? Eine Lieferung aus China. Und ein buntes Pulver, das sie für ein großes Fest bestellt haben. Gut zu wissen. Nett für die Info. Gut. Noch zwei Orte reinigen. Wow. So. Hoppalalalala. Aus dem Weg, Ladies. Wow. So, wo sind die nächsten zwei Experten? Ach, hier oben. Alles klar. Was tut ihr denn hier? Ach, ich
habe einfach nur ein bisschen Business hier oben zu erledigen. So, so. Fall nicht. Okay. Was soll das denn werden? Nicht in meiner Schicht. Erledigst du dich selbst, ja? Da, pack dich! Oh. Au. Das ging auf den Rücken. Der hat mich einfach runtergeschmissen, das Schwein. Der Typ. Ah, dort unten. Ja, sag mal, Ezio, bist du zu blöd, dich festzuhalten? Zack. Muss ich wieder böse werden, ja? Da ist er! Lass uns schon! Das ist zu viel! Na los, du hast eh nicht den Mumm dazu! Toll, genau den, den ich umbringen muss, der haut ab. Damit kommst du nicht davon! Sagt der, der vor mir abhaut. Gut, ein Gebiet noch. Okay. Willst du dich denn zur Witzfigur machen? Ah ja. Was? Seid ihr ein Ketzer? Das Wort Gottes in den... Ja, ich bin ein Ketzer. Schwein! Der weicht sogar vor dem Wasser zurück. So. Ey. Juhu. Wo ist der lang gerannt? Da, auf ihn. Mehr hier. Kloppi. So. Leider mache ich mich aber auch gerade etwas bekannt. So. Kann ich dich bestechen? Wieso ist das Symbol jetzt weg? Egal. Kümmern wir uns um den letzten. Der da, ne? Okay. In Ordnung. Damit hätten wir die Gebiete, wo das Feuer aufsteigen wird. Puh. Und in der nächsten Folge können wir dann endlich mit der Flugmaschine die ersten Versuche starten. Ich glaube kaum, dass ich das schon beim ersten Mal schaffe. Aber okay, machen wir erstmal hier einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tata!